Und das, liebe Gemeinde, war Star Wars Jedi Survivor. Das war... Gut. Boat war ein längerer und härterer Bosskampf schon wieder. Nicht ganz Ravis Ausmaße. Dennoch... eine Nummer. Und jetzt ist die Frage, was für Cal noch so kommen wird. Zumindest hat er gesehen, wohin es ihn geführt hat. Dazu Boat einfach mit zwei Blastschüssen zu zerlegen. Ganz sicher geht, dass er wirklich tot bleibt. Ah. Boat war halt komplett verloren, was seine Perspektive auf die ganzen Dinge anging. Was seine Erwartungen anging. Und als Folge dessen hat er sich halt selbst komplett verloren. Was macht der Kater da? Egal. Gut. Wir haben das Spiel soweit abgeschlossen. Ich meine, dass es noch etwas weiteres gibt. Eine weitere Sache, die man. Es gibt, dass man noch nach dem Abschluss des Abspanns noch ein bisschen was weitermachen kann. Dementsprechend werden wir das auch tun. Aber die Geschichte, die haben wir jetzt. Ich meine, dass ein paar neue Machtechos auftauchen. Spezifisch in Bezug auf Boat und wie er unterwegs gewesen ist, die ganze Zeit, während wir da draußen unterwegs waren. Insofern, wie er zum Beispiel ans Imperium berichtet hat und solche Sachen, soll irgendwo, hat nur jemand gesagt, dass es so der Fall sein sollte. Weil irgendjemand immer was sagen muss, nicht wahr? Aber das ist sowieso ganz gut, dass wir das wissen, denn wir haben das Spiel einfach so komplett auf 100% durchgespielt gehabt bis jetzt. Deswegen hätten wir wahrscheinlich kaum Grund gehabt, noch weiter in der Gegend rumzurennen. Außer um einfach Spaß zu haben. Und hier läuft der Abspann durch. Das Spiel hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht. Es gab natürlich ein paar Kritikpunkte, die man immer hat. Es war mit den Sammelobjekten viel zu viel. Das war drastisch übertrieben. Um ein Vielfaches. Und ein Kritikpunkt am Kämpfen spezifisch, dass viele Gegner, es hat sich angefühlt, als würde man sie mit Wasserbäuschen schlagen, weil die einfach keine Antwort gegeben haben auf die, keine physische Antwort gegeben haben auf den Schaden, den die genommen haben. Die haben nicht irgendwie so, nicht wirklich reagiert, wenn sie geschlagen wurden, man hat einfach mit dem Lichtschwert durch die durchgeschlagen und die haben einfach weitergemacht, als wenn sie nichts gestört hätte. Ich meine damit nicht, dass man Gegner hätte stunlocken können sollen die ganze Zeit über. Aber ein bisschen Feedback davon, dass das, was wir getan haben, den Leuten wirklich exorbitant wehtut, wäre nett gewesen. Ausnahme natürlich Vader, dem ist alles egal. Die kämpfen, also es war auch drastisch härter als der erste Teil. Um ein Vielfaches. Wir haben den ersten Teil ja auch direkt zum Anfang auf Jedi Großmeister gespielt. Und ich meine, es gab keinen einzigen Bossfight, wo wir so lange dran gesessen haben, wie bei einigen von diesen hier. Also eine Big Frog-Sache gab es sowieso nicht. Eine Sache mit den mit Doppelfrogs gab es nicht. Wobei 2 Stunden, naja. Gab es im ersten Teil irgendeinen Kampf, wo wir wortwörtlich 2 Stunden lang an einem Boss gesessen haben? Ich weiß, wir haben stellenweise Bonusfolgen eingebaut gehabt für die 9. und die 2. Schwester ganz spezifisch. Und wir haben uns Ewigkeiten mit Copsy geprügelt. Das war auch nur ein Random-Gegner. Aber da waren wir auch komplett neu im Spiel. Jetzt kannten wir das Spiel schon sehr gut. Und einige Gegner haben einfach mit uns den Boden aufgewischt. Ganz gnadenlos. Zum Teil Tastatursteuerung. Selbstmord. Und dass wir sie zum guten Teil nicht weiter zurechtbrechen konnten, war bedauerlich. Aber ansonsten... die meisten, was das Gameplay angeht, drastische Verbesserungen über den ersten Teil. Allein schon durch die vielen erhöhten oder vielen vertieften Lichtschwerts, die dabei waren. Und den Möglichkeiten, die da gegeben wurden. Was die Story angeht, kommt drauf an, was man mag. Ich persönlich mochte die Story durchaus sehr. Klar, Boat habe ich relativ, habe ich etwas früher misstraut, als ich hätte sollen. Und zugegebenermaßen war ich von vornherein ein bisschen skeptisch gegenüber einem Charakter, der halt neu eingeführt wurde. Über Seer habe ich von Anfang an die Todesglocken irgendwie schweben gesehen. Weil Seer war eine Mentorfigur an diesem Punkt.
Und sie hat es geschafft, das erste Spiel zu überleben. Das ist schon selten genug. Aber das wahrscheinlich nur, weil Jared Topal im ersten Spiel gestorben ist. Oh dear. Sia, ich mochte sehr mit den Gefährten rumzulaufen oder mit den Begleitern der Gruppe. Das war sehr nett. Also die Marin Kell-Sache war immer niedlich einfach nur. Jetzt die Frage, wie es weitergehen wird. Kell wird wahrscheinlich jetzt versuchen, auf Tenalore den versteckten Pfad anzusiedeln. So wie er es hier gegenüber versprochen hatte. Er wird weiter versuchen, mit der Dunkelheit rumzukämpfen, die ja, recht schnell mit Gefahr droht, ihn einfach komplett zu verschlucken. Die Musik hat gerade Spaß. Also ein drittes Spiel wird aller Wahrscheinlichkeit nach passieren. Okay, ich dachte schon, der Abfund wäre durch. Nie im Leben würde das passieren. Ich bin auch gespannt, das dritte Spiel wird wahrscheinlich darüber entscheiden, ob Cal Kestis jemals in Live-Action auftauchen wird. Musik. Zumindest auf meinen Ohren ist sie unglaublich laut, für euch ist sie ein bisschen leiser. Aber ja, möglicherweise sehen wir ihn ja irgendwann in irgendeinem Film, in irgendeiner Serie. Sofern er nicht im dritten Teil irgendwie stirbt, das wäre natürlich unglücklich. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, was dann passieren wird. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich jetzt noch... Oh, Special Fangs fängt schon an. Sind wir wahrscheinlich wirklich schon fast durch. Auf jeden Fall werden wir gleich noch einmal prüfen wegen der ganzen Zusatzsachen, die existieren. Jetzt kommen auch die Production Babies. Das heißt, theoretisch sind wir wahrscheinlich schon am Ende des Abspanns. Der Credits. So. Ja, das Spiel war auch in vielen Sichten deutlich größer als der erste Teil. Um ein Vielfaches. Das hat es gut kompensiert, dadurch, dass mit der Hilfe der... Oh, jetzt kommen die ganzen EA-Sachen. Das hat es ganz gut kompensiert mit der neuen Fähigkeit der Schnellreise. Gott, ohne Schnellreise wäre das ein Aufwand gewesen, durch diese riesigen Gebiete durchzugehen. Aber ich mochte es. Das Open-World-Feel wurde sehr gut umgesetzt. Gut. Bleibt gerade noch irgendwas zu sagen, bevor ich den Abspann durchlaufen lasse, während ich den Kater füttern gehe. Bin mir nicht sicher. Da mir gerade nichts Spontanes einfällt, gehe ich den Abspann durchlaufen lassen und den Kater kurz mal füttern. Ich bin gleich zurück. Bis sofort. Thank you.
Gut, der Abspann läuft noch, der Kater ist gefüttert, hat mich desinteressiert angesehen und ich bin jetzt einfach traurig. Die Credits sind immer sehr, sehr lang geworden inzwischen. Also die Aufnahme für den heutigen Abend ist noch nicht ganz vorbei. Wir machen noch den Epilog. Was auch immer der beinhaltet. Mit den Leuten reden und all dergleichen. Und schauen wegen der Echos bei den Orten, wo wir mit Bord gemeinsam unterwegs waren. Das müssten drei mögliche Dinge sein. Coruscant, da waren wir mit Bord unterwegs. Und auf Kobo sowohl das Observatorium als auch der Lukralk. Das heißt, wahrscheinlich finden wir da irgendwelche Dinge, wo er vielleicht irgendwelche Erinnerungen hinterlassen hat. So. Gut, wie lange wird der Abschnitt noch brauchen? Ich habe keine Ahnung. Aber ansonsten war es bisher einfach ein riesiger Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und auch im Stream hat es echt viel Spaß gemacht. Wir konnten tatsächlich diesmal deutlich mehr Bonus-Sachen machen, als wir es im ersten Teil gemacht haben. Dadurch, dass es halt so Open World gewesen ist. Dadurch hatten wir mehr Trainingssachen drin. Mehr Übung. Auch wenn ich das Gefühl habe, je länger wir gespielt haben, desto schlechter wurden wir irgendwie. Ich erinnere mich, wir hatten eine Zeit, wo wir Hammerboy so hart eingeübt hatten, dass wir den einfach hätten blind machen können. Aber später hat er uns dann einfach exorbitant viele Probleme gemacht. Meistens, weil er nicht alleine war. Das ist wirklich, es gibt viele Schwächen eigentlich, wenn ich so benachdenke, noch was, wenn es darum geht, wenn man gegen Gegner kämpft, die nicht alleine sind. Zum Duellierbereich ist dieses Spiel exorbitant gut. Und auch wenn man gegen riesige Massen an Kruppzeug kämpft, ist es super. Sobald man aber ein paar der stärkeren Gegner mit reinsetzt, dann, oder gegen mehrere stärkere Gegner gleichzeitig kämpfen muss, dann bricht einfach die Steuerung manchmal auseinander. Dann entscheidet Kell einfach manchmal spontan zu sagen, nö. Ich visiere mein Ziel jetzt nicht mehr an, oder ich visiere ein anderes Ziel an, oder ich visiere ein Ziel an, wenn ich nicht soll. Und bringt sich dementsprechend selbst um. Hatten wir in mehreren Machtrissen das Problem. Tut dem Ganzen jetzt keinen großen Abriss. Denn ich frage mich, welches Spiel kommt sonst nicht gut drauf klar, wenn man umschwärmt wird von zahllosen Gegnern. Da gibt es nur vergleichsweise weniger. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, wie sie damit gut umgegangen sind, waren Shadow of War, Shadow of Mordor. Die Batman Arkham-Reihe kommt damit sehr gut klar. Aber das ist auch ein ganz anderes System. Ein System, das man nicht unbedingt hier für vernünftig anwenden könnte. So, wir sind jetzt gerade in Motion Trackers. Und jetzt kommt das ganze Talent. Hal Kestis als Cameron Monaghan. Dagon Gera, Cody Fern. Chris Dreitis, Daniel Roebuck. Sir Yanda, Deborah Wilson. Boat ist Noshir Dalal. Marin ist Tina Ivlev. Und ich komme den Namen nicht mehr hinterher. Mosey, die mit dem Massenbizeps, ist Elizabeth Francis. Das Voice Talent.
was so ziemlich das gleiche ist. Boba Fett, natürlich von Timur Morrison gesprochen, der Schauspieler von Boba Fett. Oder von Jango Fett eigentlich. Nicht vom ursprünglichen Boba Fett. Aber erst vom aktuellen Boba Fett. Moment mal, wo hat Sam Witwer schon wieder mitgesprochen? Wo war er schon wieder in dem Spiel drin heute? Dieses Mal? Er ist überall drin, wenn es um Star Wars geht. Die Stimme von Darth Maul aus Clone Wars übrigens. Gut, wir haben nicht gehört, weil wir natürlich auf Deutsch gespielt haben, genau. Und jetzt kommt noch Sachen von EA. Die Musik. Ist sehr besinnlich. Moment, es gab doch auf Tenelon noch ein weiteres Echo, das wir nicht gekriegt hatten, oder? Wir müssen da gleich einmal durchgehen durch den ganzen Spaß. Es gab das eine beim Eingang zum Bossraum, aber es gab doch noch ein anderes. Und da kamen wir noch nicht hin, meine ich. Compliance and Certification. So. Manchmal, wenn wir schon von Synchro gesprochen haben, manchmal hat die deutsche Synchro natürlich die üblichen Kleinigkeiten. Texte teilweise nicht richtig übersetzt sind oder komisch übersetzt sind. Anders mit Formulierungen, die man im Deutschen niemals im Leben benutzen würde und die auch vom Syntax her nicht so großartigen Sinn ergeben. Das passiert, wenn man Google-Übersetzer auch nur ansatzweise vertraut. Wie lange noch? Wie lange noch? Localization Testing. Aber ansonsten, die deutsche Synchro war tatsächlich gut. Ja, man kommt selten an das Original vernünftig ran, aber ich bin da kein Elitist, wenn es um sowas geht. Diese Synchro war tatsächlich ausgesprochen gut in den meisten Fällen. Gab nichts, wo ich mir gedacht habe, alles klar, ich reiße mir meine Wirbelsäule raus und mache damit Seilspringen. So schlimm ist nichts jemals gewesen. Gut, fallen mir noch irgendwelche Worte ein. Es gibt hier so viel Text und ich habe so wenig Worte zu benutzen. Bonus Stage Lock. Was? Ah, Bonus Stage Localization scheinbar. Es ist echt beängstigend, wie lange so ein Abspann heutzutage geworden ist. In so einem Spiel sitzt so viel drin. Okay, das sind die Voice-Over-Recordings. Hier in Deutschland hat es Rain gemacht. Und jetzt kriegen wir das Talent der verschiedenen Länder. Brasilien. Jetzt kriegen wir die Voice-Actor aus dem Französischen. Aus dem Deutschen. Wer hat die B2s gesprochen?
Das müssen wir wissen, der hat es gut gemacht. Jetzt kommt das italienische Talent. Aber die Beinstruiden, wer hat die gesprochen? Die waren der größte Spaß in allem. Wenn immer die irgendwo aufgetaucht sind, hatte ich einfach so... Man hat sie wegen Mangel an Kamera nicht gesehen. Aber ich hatte immer Spaß, wenn die aufgetaucht sind. Außer bei der 16-Stunden-Frogge-Runde. Da hatte ich aber keinen Spaß mehr am Leben. Und selbst die 16-Stunden-Frogge-Runde war nicht ansatzweise so strapazierend für mich, wie die... wie die 9 Stunden, die wir nur mit Sammelobjekten verbracht haben. Ganz spezifisch die 3,5 Stunden mit den Blumen und den Samen. Die haben mich in Irrsinn getrieben, diese 3,5 Stunden. Jetzt kommt für das, für Mexikanisch-Spanisch. Das polnische Talent. Bin ich froh, dass ich nicht versuche, die ganzen Namen vorzulesen. Spätestens jetzt würde ich sterben. Ein paar dieser Namen sind wild, wenn man nicht weiß, wie die ausgesprochen werden. Jetzt kommt das spanische Talent. Und jetzt kommen wir zu dem ganzen Marketing-Spaß. Das ist eine ganze Menge Marketing-Spaß. Ich bin ganz ehrlich, bei den meisten Sachen, die da stehen, verstehe ich nicht mindestens, was die Rolle dahinter überhaupt sein soll. Aber bestimmt gibt es einen Grund dafür alles. Und jetzt geht's zur Werbung. Denke ich. Ich denke, das ist, was sie mit ausdrücken möchten, mit Commercial. Jetzt kommen die Special Thanks fürs Marketing. Okay. Jetzt kommen die Marketing-Partners. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, im Marketing-Bereich sitzen mehr Leute als im Entwicklerbereich. Ich glaube, das ist heutzutage so, oder? Man mag sich fragen, warum ich nicht einfach gehe, das durchlaufen lasse und die, dann in aller Ruhe alles noch als separate Abspannfolge schneide. Der Grund ist einfach. Der Stream endet nicht, bis wir heute durch sind. Und wir sind erst durch, wenn ich auch, weil es auch mal der Epilog beinhaltet, mitgenommen habe. Ich kann trotzdem ein bisschen ruhiger sein, nicht wahr?
Und der ganz besondere Dank gilt natürlich George Lucas. Und jetzt kommt der ganze Copyright-Spaß. Ja, wir haben gerade nicht vor, den Code des Spiels weiter zu verteilen, oder? Ich weiß nicht, für mich persönlich gehört das nicht gerade zu meinen obersten Wochenendplänen. So viel Lizenzen. Nicht ein wenig verschwendete Gelegenheit. Theoretisch kann es mal keinen Star Wars Opening Crawl als ihr wisst schon, dass man das typische Star Wars Intro nicht einfach als Abspann benutzt. Das wäre schon lustig gewesen. Würde vielleicht nicht ganz passen. Aber dennoch. Oh Gott, immer wieder das gleiche drinne. Muss das in Abspann spezifisch? Nun, scheinbar musste das. Ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Lizenzbedingungen hier reingeschrieben haben. Wahrscheinlich in mindestens 6 Sprachen. Das heißt, wir sitzen eine Weile. Oh, jetzt kommt Unreal Engine. Ach, die kriegen keine eigene Abteilung. Die sagen einfach, wir sind die Unreal Engine, alles ist gut. Damit haben wir den Abspann wahrscheinlich überstanden, oder?